Ahoi, da, was geht ab, Leute, hier? Ich habe nach Ewigkeit mal wieder Brattee aufgefüllt. Hab schon lange nicht mehr aufgefüllt, haben wir nicht gebraucht, aber jetzt dachte ich mir, okay, schau mal wieder vorbei, füll ein bisschen auf. Wieso nicht? Bubble Tea kommt auch noch demnächst. Eigentlich will Tati das mit mir zusammen machen, aber seine Zeiten erlauben das nicht wirklich, dass wir uns mal zusammentun und da Bubble Tea machen. Deswegen glaube ich, mache ich das mal demnächst. Vielleicht auch schon morgen alleine. Daily Vlog wird geschnitten. Ihr wisst Bescheid. Ja, ansonsten natürlich Twitter, Elon Musk, Bitcoin. Psch, krass am Fallen gewesen. Alter, irgendwelche reichen Millionäre, Milliardäre, die sich auf Twitter beefen und streiten wie kleine Kinder, Mann. Alter, echt krass. Ja, und das Krasse ist noch krasser, das wirkt sich alles auf den Markt aus und auf den Preis von Bitcoin. Richtig kindisch, auch Elon so, ja Digga, wenn ihr mich weiter so langweilt, dann stecke ich alles in Dogecoin und so, dann verkaufe ich alles, dann verkauft Tesla alle Bitcoin und so. Endverrückt, Mann. Aber keine Sorge, Leute, wir sind Langzeitinvestoren. Zum Beispiel letzte Woche kam ja das neue Referral-Programm, da habe ich euch erzählt, was ich alles ungefähr bekommen habe. Und heute natürlich wieder, jeden Montag. Also jetzt ist jeden Montag Zahltag und jeden Freitag vom Lending und allgemein alle 12 Stunden vom LM und Staking. Und ich habe dieses Mal weniger an Euro-Wert bekommen. Letztes Mal war es 38 irgendwas, fast 40 Euro. Bisschen ganz gebruchter Bitcoin, Dash und Ethereum und ungefähr 10, irgendwas DFI, was halt den Großteil 99,99% ausgemacht hat. Und dieses Mal habe ich mehr DFI bekommen. 11, irgendwas, aber Gesamtwert davon war nur um die 34 bis 35 Euro. Deswegen versteht ihr jetzt langsam, es ist erstmal egal, wie der Preis ist, die Schwankungen, weil wir sind Langzeitinvestoren. Die Anzahl, die wir bekommen, die Prozente sind ja immer noch gleich. Ich kriege immer noch jeden Tag mehrere 100 DFI aus dem LM plus Staking. Ich kriege jeden Montag immer mehr DFI vom Referral-Programm und so weiter und so fort. Und die Anzahl sammelt sich ja. Klar, der Wert ist momentan richtig niedrig. Aber irgendwann, in ein paar Jahren, wird er auch richtig krass sein. Das ist erstmal egal. Immer weiter ansammeln, immer die Prozente mitnehmen und so weiter und so fort. Weil viele immer fragen, boah, Bitcoin jetzt, ist das tot. Boah, krass gefallen, verkaufen, ist das. Nein, warum denn? Eher kaufen, Leute, was ist da los? Kaufen, investieren, Prozente, Rendite mitnehmen, Zins und chillen. Alles gut. Immer noch der beste Bubble Tea. Ultimate QQ von Kambay. Wenn ich meinen eigenen mache, mal schauen, ob der so gut wird. Wir werden auch ein bisschen rumtesten, verrückte Zutaten und so probieren. So, ich habe mir ein krasses Sandwich gegönnt. Checkt erstmal die Location ab, richtig schön. Schön idyllisch in der Seitenstraße irgendwo ein Hinterhof am Sendlinger Tor. Dementsprechend ist der Laden, den ich gerade ausprobiere, auch in der Seitenstraße von Sendlinger Tor ein bisschen versteckt. Ihr wisst, wir sind bekannt für Wagyu, Bubble Tea, Döner und mittlerweile würde ich auch sagen Sandwiches. Also Sandwiches, auch von Tati, Spitzenwirtschaft, probieren wir auch eine Menge. Und der war ein bisschen gehypt, Mike Tantuni heißt der, auf Instagram. Dachte ich mir, check ich mal ab, nette Jungs. War nicht viel los, also ich war der Einzige, aber nette Jungs und ich bin gespannt. Also der sah echt sehr fresh und sehr krass aus bei der Zubereitung. Hat gekostet 39, ja, 8 irgendwas. Und da habe ich gesagt, mit extra Käse, also hat er gefragt, ich so, ja, und auf einmal ist es auf 39 gestiegen. Ist ein stolzer Preis, dementsprechend schauen wir mal. Das ist er. Ja, ist knusprig, ja, ist schön. So, ich sehe frische, saftige Zutaten. Und gleich mal den mit diesem Sandwich, den gehypten Hipsterladen. Das hat auch 10 gekostet, klar, da waren Chips mit dabei, aber Chips. Digga, was sind schon Chips wert? Und der sieht fresh aus. Mit Rind habe ich bestellt. Gott, Leute, ich habe mich ernst bekleckert und nicht bemerkt. Ist schon der Bubble Tea, oder? Nicht, dass hier irgendwie vom Sandwich die Soße rausgelaufen ist. So. Wow. Ist lecker. Muss ich mal, um ehrlich zu sein, mit Hähnchen probieren. Das Rind ist mir ein bisschen zu zäh. Das heißt jetzt nicht, dass es ungenießbar ist oder Kaugummi. Ein bisschen saftiger.
Aber sonst, 39 ist schon viel. Extrem viel sogar. Wenn man bedenkt, bei Food Factory gibt es das krasseste Halloumi und Sucuk Sandwich aller Zeiten. Das muss ich euch auch noch zeigen. Das kostet 6 irgendwas. Also 9 ist schon extrem. Dieses Haus. Erstmal, das Sandwich war echt saftig, Mann. Habe ich gesagt, preislich ein bisschen teuer, Mann. 2 Euro weniger wäre okay. Ich check gerade ein paar Sachen ab für Hongs Tour. Nummer 3, Uni-Tour. Wir haben ein paar Fotos natürlich von allen Stops gemacht und im Internet kann man natürlich auch noch mal ein paar Sachen abchecken. Aber wir müssen noch mal checken, was man vor Ort genau sieht als Person, als Spieler dann natürlich. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ich hier stehe, und das Rechte sieht, ist nicht zu erkennen. Da kannst du kein Rätsel machen, wo man erwartet, dass man das rechte Ding sieht. Da musst du auch betrachten, okay, die Bäume, wenn die noch weiter wachsen, dann sieht man ja noch weniger davon. Also all dies, das muss man nochmal abchecken und es gibt halt ein paar Stops. Da muss ich das heute nochmal überprüfen. Akademie der feinen Künste, eigentlich auch eine X-Ray-Arena. Hammer Location. Dementsprechend aber auch richtig schwierig, weil manchmal, wenn man zu viele krasse Sachen hat, dann ist es zu schwierig, hier ein gutes Rätsel, eine gute Station zu finden. Und wie gesagt, man muss bedenken, okay, was siehst du? Was kannst du sehen als Spieler hier vor Ort? Weil da oben gibt es halt richtig krasse Sachen, aber was davon erkennt man wirklich mit dem bloßen Auge? Seite vom LMU-Gebäude und die macht uns auch noch große Probleme, weil die zwei Statuen hier sind richtig krass. Problem ist, hier von unten siehst du halt gar nichts. Schaut's mal. Ja, was geht, Leute? Bis der nächste Morgen. Willkommen aus dem Bällebad. Alter, ich bin richtig, wie nennt man das? Reingezogen worden in Tokyo Revengers. Ich habe gestern bis 3, 4 Uhr nachts alles gelesen. Ich bin fast durch. Boah, heftig. Ich weiß gar nicht, ob es aus ist oder aktuell noch ist. Also es gibt, glaube ich, 200 irgendwas Kapitel. Und ich weiß nicht, ob das letzte Kapitel dann, was es gibt, 200 irgendwas, das allerletzte ist oder nur das aktuellste. Ich will mich nämlich null spoilern lassen. Alter, gab schon lange keinen Manga mehr, der mich so reingezogen hat in seinen Bann. Klar, es gibt ein paar Sachen, die waren gut, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wer mir auf Instagram folgt. Da gab es eine Menge Sachen, auch Dr. Stone feiere ich übelst, aber auch da habe ich nicht durchgezogen. Also der Manga ist echt, jedes Kapitel, boah shit, ich will weiterlesen, boah wie krass war das, boah hier. Da passt alles zusammen, was mir taugt, bisschen Kämpfen, bisschen Action, die Charaktere, der Zusammenhalt der Charaktere, dieses Gruppengefühl, diese Motivation, wenn man das liest. Bisschen Comedy, genau passend. Auch bisschen Romance. Ihr kennt ja die typischen Shonen-Manga, wo null Romance ist, wo du denkst, Digga, was soll das? Richtig unrealistisch. Und dann natürlich darf es nicht zu viel sein. Und das hat echt perfekt die genaue Menge. Auch wenn es ein bisschen unsinnig natürlich ist. Digga, das sind 14-, 15-Jährige und die haben irgendwelche Straßenkämpfe, fahren Motorrad, haben irgendwelche Kopftattoos und ermorden sich und dies, das. Richtiger Schmarrn. Das sind echt 14-Jährige. Aber boah, wie mich der in den Bann gezogen hat. Ich muss eigentlich noch ein paar Sachen erledigen, aber ich kann es nicht abwarten, die letzten paar Kapitel noch zu lesen. Ich bin richtig, richtig süchtig danach. Gönnt euch, Leute, gönnt euch. Ah ja, das war's von mir, Leute. Saftiges Sandwich gestern gegessen. Und dann den Tag vollkommen verloren mit diesem Manga Tokyo Revengers. Echt zu heftig, Mann. Mal schauen, was heute so geht. Ich habe echt keinen Plan, weil ich muss das auf jeden Fall erstmal zu Ende lesen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Instagram und Twitch.
Morgen streamen wir vielleicht wieder. Es gibt wieder ein großes Versöhnungsgespräch. Also für euch ist es eigentlich derselbe Abend. Also am Abend, wo ihr dieses Video seht, sind wir vielleicht live. Tati hatte was vorgeschlagen, dass wir endlich alle Sachen von McDonald's testen. Davor haben wir ein großes Versöhnungsgespräch nochmal aus. Je nachdem. Heißt ja nicht, dass nur weil wir uns alle alles erzählen, dass wir auch uns alle versöhnen. Dementsprechend kann ich euch nicht versprechen, dass der Stream dann stattfindet. Aber falls ja, dann findet der heute Abend statt. Und wir versuchen, glaube ich, alles von McDonald's zu essen. Je nachdem. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Investiert in Bitcoin, DeFi, Serious Business und ciao.